Nagelneuer Benzer, ein Arm aus dem Fenster, fühlen wie ein Gangster. Ja stimmt, dich feierst nur du selber. Kein erwachsener Mensch nimmt dich ernst. Wie lange quatschst du noch, bis du das merkst? Du hast die Plattform entehrt, Abschaum der Szene mit Leon Marcher. Doch ihr peilt nicht, was abgeht. Die Kids sind egal, vor euch 10 Klicks und das Money. Man, Hauptsache euer scheiß Content geht wieder viral. Anstatt Vorbild zu sein, macht ihr nur minder bemittelten Scheiß. Doch wenn man ein Arschloch ist, bleibt man noch reins. Und das ändert kein ach so besonderer Style. Nein, nein, das ändert kein ach so besonderer Style. Nein, 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 nein. Du bist rücksichtslos und egoistisch. Dein Ego trifft nix, doch wer hoch fliegt, fällt tief. Ey, so ist es. Dann nützt dir auch kein Baba-Wagen, Baba-Wagen. 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 Nein. Ist deine Mama stolz auf dich, wenn sie sieht, wie du die Kids verarscht? Bist du wirklich stolz auf dich? Nimmst du deine Klicks ins Grab? Ist dein Vater stolz auf dich, wenn er sieht, was du für Videos machst? Bist du wirklich stolz auf dich? Oder spielst du das? Oder spielst du das? Dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Wenn du ein Arschloch bist, dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Alles machst für Klicks, dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Wenn du nie wohnlos bist, dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Alles voller Shit, dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Baba-Wagen, dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Baba-Wagen, dann nützt dir auch kein Baba-Wagen. Baba-Wagen. Dann nützt dir auch kein Baba-Wagen, Baba-Wagen, nein.